Sehr geehrte Damen und Herren, Vorsitzender, zunächst einmal möchte ich meinen Dank aussprechen, sowohl die Freiwillige Feuerwehr als auch die Berliner Berufsfeuerwehr leisten Tag für Tag großartige Arbeit. Ich denke, ich spreche im Namen aller, wenn ich sage, wir hätten ein ganz anderes Stadtbild, gäbe es die Retterinnen und Retter in der Not nicht. Herzlichen Dank. Wir sind uns einig, dass die Attraktivität der Freiwilligen Feuerwehr erhöht werden muss. Dafür ist auch meine Fraktion. Der Koalitionsantrag ist aus meiner Sicht aber nichts Halbes und auch nichts Ganzes. Er ist an den meisten Stellen zu unkonkret, enthält zu viele Prüfaufträge. Es sind Ansätze da, aber keine klaren Konzepte. Zunächst begrüße ich ausdrücklich die Forderung, Menschen mit Behinderung in den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr einzubeziehen, sehe aber angesichts der strengen Prüfungsbestimmungen praktische Umsetzungsschwierigkeiten. Auch die geforderte interkulturelle Öffnung der Freiwilligen Feuerwehr begrüße ich ausdrücklich. Jedoch fehlt auch hier ein konkretes Konzept, das den Migrantinnen und Migranten den Zugang zur Freiwilligen Feuerwehr erleichtern könnte. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Herrmann. Da hinten. Ja, bitte. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Kollege. Jetzt haben Sie viel gesagt, was alles nicht so gut ist. Ich denke, Prüfaufträge bis zum 31.12., eine knappe bemessene Frist, ist ja nicht verkehrt. Frage von mir, was haben Sie denn für die Freiwillige Feuerwehr in den letzten Jahren gemacht, dass Sie jetzt sagen, das ist alles etwas wenig? Wir haben ja schon mehrfach hier, glaube ich, auch in dem dafür zuständigen Ausschuss deutlich gemacht, dass es in Berlin 1400 Menschen gibt, die Tag für Tag hervorragende Arbeit leisten, dass man diese Arbeit in erster Linie selbstverständlich auch anerkennen muss. Wir haben neulich dazu hierzu auch einige Vorschläge im Innenausschuss gemacht. Ich komme gleich noch dazu. Dann haben Sie dann die Frage auch automatisch beantwortet. Vielleicht hätten Sie ein bisschen warten sollen. Vorher hätte gerne der Kollege Schreiber noch eine Zwischenfrage und dann ist das Kontingent auch erschöpft. Bitte, Herr Schreiber. Ich bin ja heute nicht so. Naja, nicht nur heute. Herr Tasch, kurze Bitte. Frage, vielleicht auch eine kurze Antwort. Was oder in welcher Art und Weise gedenken Sie denn erstens die Freiwillige Feuerwehr zu unterstützen und zweitens, Sie haben es ja beschrieben, Sie haben sich bedankt für das Ehrenamt, für das, was getan wird in Berlin und haben gesagt, der Weg ist eigentlich der richtige, aber Ihnen reichen einige Punkte nicht aus. Sind Sie mit mir nicht der Auffassung, dass es dann konsequent wäre, den Antrag mit zu unterstützen und den Berichtsauftrag Ende Dezember abzuwarten? Also, lieber Herr Schreiber, ich denke, der Senat in diesem Bereich verfolgt insgesamt eine Politik, die aus meiner Sicht nicht auf Nachhaltigkeit beruht. Und hören Sie doch erst mal zu. Durch Einsparungen, Sie hätten ja Fragen auch stellen können, haben Sie jetzt leider verpasst beim nächsten Mal. Durch Einsparungen im Bereich der erforderlichen Erhaltungsinvestitionen gefährdet dieser Senat die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Es schafft nicht mal übrigens für Sie als Information, Herr Schreiber, wenn Sie schon eine Frage stellen, sollten Sie auch zuhören, nicht mal jede zweite Rettungswagen innerhalb der vereinbarten 8 Minuten, ja, wunderbar, 8 Minuten, am Unfallort zu erscheinen. Und in den Außenbezirken übrigens kommt nicht einmal jeder vierte Rettungswagen innerhalb der Rettungsfrist am Unfallort an. Sie waren doch am Montag im Innenausschuss doch dabei. Haben Sie da gar nicht zugehört, was ich dazu gesagt habe? Also wirklich. Auch die geforderte interkulturelle Öffnung, lieber Herr Schreiber, der Freiwilligen Feuerwehr begrüße ich selbstverständlich ausdrücklich, jedoch fehlt auch hier ein konkretes Konzept von Ihnen, das den Migrantinnen und Migranten, das habe ich ja schon bereits unterstrichen, den Zugang zur Freiwilligen Feuerwehr erleichtern könnte. Wenn die Koalition davon spricht, eine berlinweite Werbekampagne zu starten, um mehr Neumitglieder für die Freiwillige Feuerwehr zu begeistern, dann frage ich mich abermals, was sich die Koalition tatsächlich darunter vorstellt.
In der Anhörung vor ein paar Monaten zu diesem Thema, Herr Schreiber, kam zum Beispiel der Vorschlag, ich zitiere, wir können ein paar Busse bedrucken, mit der Aufschrift gehen Sie zur Freiwilligen Feuerwehr. Das soll die Attraktivität der Freiwilligen Feuerwehr in dieser Stadt in Berlin erhöhen. Ich bitte Sie, um der Sache auf den Grund zu gehen, lieber Herr Schreiber, würde ich die Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen gerne an folgende Aspekte erinnern, um sich bei der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren. Reicht es eben nicht, einen Lebenslauf zu verschicken? Nein, es geht auch um die Frage, ob Bewerberinnen und Bewerber in der Nähe der Freiwilligen Feuerwehr wohnen. Dann natürlich auch um die Frage, ob sich die Miete überhaupt leisten können. Es geht weiterhin um die Frage, ob das Engagement mit dem Hauptberuf und dem Familienleben vereinbar ist. Insbesondere im Bereich des Brandschutzes, Katastrophenschutzes und auch des Rettungsdienstwesens übernimmt die Freiwillige Feuerwehr eine wichtige Verantwortung in unserer Stadt. Mit eigenem Rettungswagen leistet die Freiwillige Feuerwehr übrigens auch in diesem Bereich ihren Beitrag. Über das Rettungswesen verliert der Antrag jedoch kein einziges Wort. Werbekampagnen, Ehrenamtskarten sind ja gut und schön. Was her muss, ist etwas Handfestes. Es gilt die Frage, was man tun, um bestehende Mitgliedschaften zu halten. Eine Ehrenpension, das hatte ich auch im Innenausschuss bereits schon vorgeschlagen, in Höhe von 50 bis 100 Euro monatlich. Beispielsweise wäre ein richtiger Ansatz, um die ehrenamtliche Arbeit angemessen zu fördern. Niemand will in einer Bruchbude arbeiten, deshalb fordern wir ein ausgearbeitetes Konzept, wie und mit welchem Zeitplan dieser Sanierungsstau abgebaut ist. Stattdessen lesen wir im Antrag einen Prüfauftrag. Das ist inakzeptabel, doch die Zustände müssen jetzt gebessert werden. Dazu bedarf es, lieber Herr Schreiber, keines Prüfauftrages, sondern einer konkreten Prioritätenliste. Der Koalitionsantrag will eine Kampagne lostreten, die der Freiwilligen Feuerwehr schnellstmöglich Neuzugänge bescheren soll. Viel wichtiger für die Attraktivität ist aber, bestehende Mitgliedschaften zu stärken, indem die ehrenamtliche Tätigkeit anständig gewürdigt wird und Arbeitsbedingungen nachhaltig verbessert werden. Hierzu müssen fertige Konzepte statt vereinzelte Maßnahmen und stichartige Lösungen statt Prüfaufträge vorgebracht werden. Wir werden daher uns enthalten. Vielen Dank.